9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, moin moin meine Lieben, und da ist er auch wieder, euer Gamer Stossi 1990 auf dem PC MLS, weil ich habe mir eine wunderschöne Karte runtergeladen und ich denke mal, ihr könnt euch schon denken, welche. Und wir gehen jetzt mal raus. Und ich würde sagen, herzlich willkommen auf der Hof Bergmann. Na komm, mach die Tür zu. So. Ich weiß nicht, ob es so hundertprozentig bei mir funktioniert. Wir werden es einfach testen. So, wir haben jetzt hier am Anfang, haben wir ein paar Hühner. Ich würde sagen, bevor wir jetzt überhaupt irgendwas anfangen mit den Feldern. Ich habe jetzt oben, wir haben knapp 1 Million, also über 1 Million, weil ich habe jetzt ein bisschen beigeschrieben. Und ich würde sagen, wir tun jetzt erstmal gerade hier die Hühner versorgen. Vielleicht da schon mal ein bisschen Geld machen können. Weil Geld regiert die Welt, das wissen wir alle. So. Wir gucken jetzt mal, also wir müssen eigentlich nur hier runterfahren. Ich muss das hier aufpassen. Ich habe den Realistik-Mod drin, dass ich hier nicht umfalle. Ja, das Tippern ist natürlich nicht sehr toll, aber was soll man machen? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß, es hat jetzt sehr lange gedauert, bis ich jetzt wieder irgendwas vom LS bringe. Liegt aber auch daran, na, die Zeit, Leute, die Zeit. Ah, so, mal gerade einen Kaffee getüffelt. Das ist ja auch nicht sehr, sondern sehr früh, obwohl ich jetzt die Aufnahme hier mache. Da haben wir schon das Problem. Realistik-Mod. Herzlich willkommen. Was eigentlich sehr unrealistisch ist, aber... Toll, jetzt kriege ich die nicht gehoben, weil sie zu schwer ist. Das heißt... Wir gehen auf die Karte. Sollen wir uns suchen, da... Ich hoffe, ich kann das Ding jetzt zurücksetzen. Ich nicht. Ah, okay. Das ist jetzt ein Fall für sich. Ich hänge jetzt irgendwo hier. Lass mal die Hühner erstmal aus. Ich habe mich noch nicht so angefreundet damit. Hol gleich eine andere. Ich weiß noch, wo eine steht. Und dann machen wir das Ganze noch einmal. Gut, dann würde ich sagen, da haben wir noch eine. Nehmen wir die erst. So, und jetzt gehen wir vorsichtiger. Ach so, die fällt nicht um. Sehr logisch. Sehr, sehr logisch. Die alte fällt um, die neue nicht, oder was? Egal. Machen wir das gerade nochmal. Die Hühner was zu fressen haben. Ich weiß halt nicht, warum das so ist. Der Realistik-Mod ist zwar schon genial, ja. Aber er ist halt auch, lässt auch zu wünschen übrig, bin ich euch ehrlich. Alles ist schon tricky. Und jetzt habe ich nichts gemacht. Also so langsam kriege ich echt das Kotzen. Na egal. Lass mal, wie es ist. Wir gehen auf die Trecker. So, da wir mit Season spielen, würde ich sagen, wir säen jetzt erstmal Raps, weil was anderes geht, glaube ich, jetzt noch nicht, oder? Das war das Falsche. Ich wollte eigentlich nicht teleportieren. Das muss ich aber machen, damit ich hier irgendwo rauskomme. So, in den wollte ich auch rein. Ich wollte dahin. So. Gucken wir mal auf unseren tollen Kalender. Also, wir können jetzt im Moment halt wirklich nur Raps oder Oliven. Da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob der ganze Spaß bei mir überhaupt funktioniert. Weil, das ist der Saatzeitpunkt davon. Wir haben gar keine Erntezeit hier, die Trauben. Wie ihr seht. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe es versucht zu testen und zu machen. Kann auch sein, dass das hier jetzt der Erntezeitraum ist. Von denen, dass das ein bisschen verrutscht ist. Könnte sein. Aber wenn ich jetzt auf die Felder gehe davon. Hier oben. Und gucke, ob die reif sind. Zeigt er mir an, die sind im Wachstum. Also in der letzten Wachstumsstufe. Ich weiß es nicht, man müsste es halt versuchen. So, aber also wir können jetzt erstmal nur Raps ansehen.
Würde ich sagen, starten wir mal den Hobel. Hängen uns noch ein Gewicht vorne dran. Sonst hebt er uns gleich ab. Nehmen wir das mittlere. So. So, immer davor. Zack. Nehmen wir den ganzen Spaß nach oben. Sollte werden, kann ich auch überlegen, ob ich den Realistik-Mod hier raushole. So, aber gleich, wenn er auf dem Feld ist. Crossplay habe ich drin, müsste ich mal gleich testen, wie das, ob das alles funktioniert. Genauso habe ich jetzt auch reingemacht. GPS habe ich den beiden jetzt schon mal verpasst. Die ihr da jetzt gesehen habt. Na komm. Ja, fahren wir erstmal gerade raus. Tun wir dann besser dran. Ich sag, es ist doch sehr früh am Morgen. So, jetzt ist alles angekoppelt, perfekt. Wir können hochheben und füllen noch gerade auf. Und dann immer die schon mal, den schon mal ansehen lassen. So macht man mit Crossplay. Und Stopp zu machen. Also jetzt mal auf da oben. Ich versuche den ganzen Spaß jetzt mal mit Crossplay auf jeden Fall. So, ich habe, wie gesagt, keinen riesen Plan davon, wie man es am besten macht. So, da sind wir auf Feld 5. Wir haben bis jetzt noch nur die beiden Felder. Ich habe das auch keine gekauft. So, Zielposition. Dahin. Feldposition auch ungefähr dahin. So, da haben wir das Feld. Öffne, schließe. So, ich hätte gern dann zwei Vorgewände. Fahrzeug 1. Hier können wir ruhig auch scharf im Uhrzeigersinn. So, in der Feldmitte dann hoch, runter. Arbeitsbreite ist 3 Meter, das stimmt. So, dann würde ich sagen, generieren wir mal den Feldkurs. Perfekt. Und starten den Job. Jetzt hoffe ich, dass das tut. Und dass er anfängt. Moment. Da haben wir schon einen Fehler. Wir haben schon einen Fehler gemacht. Ich muss ja noch die Saat wählen. Okay. Auf Z. So, da haben wir den Raps. So, und jetzt kann man sagen, starte. So, hauen wir, dass das richtig macht. So, und den hier machen wir mal nochmal weg. Da hängen wir jetzt auch mal was vorne an. Und den will ich jetzt erstmal gucken, ob wir flügen oder ob wir. Kann man mal das ein bisschen schwerer gewinnen. Aber das Schwert könnte tricky bei ihm werden. So viel PS hat er nicht, aber wir müssen das nehmen, was wir haben auf dem Hof. So, das will ich mal gerade gucken. Das können wir ja auch hier schauen. Und das speichert er natürlich, das wollte ich erstmal nicht, aber egal. Vielleicht kriegen wir ja gleich diese gummigen Dinger wieder zurückgesetzt. Okay, der läuft. Abgeerntet. Okay, das muss gepflügt werden hier. Das hier, das hätte auch gepflügt werden müssen, aber lassen das jetzt erstmal. So, das heißt, hängen ihm den Flug an. Der nicht wirklich sehr groß ist, aber naja. Was soll man machen? Zack. Snap. Hoch damit. Wir müssen halt erstmal das nehmen, was wir am Hof haben. Wir werden irgendwann noch natürlich vergrößern und machen und tun. Aber zurzeit geht halt nur das. So.
Jetzt muss ich mal gucken, ob das geht. Na, ich weiß nicht. Wir versuchen es einfach. So. Kein Kurs. Ich weiß auch nicht, wie ich die Kurse hier einbringen muss. Bin ich euch ehrlich? Position. Da, perfekt. So, öffnen. Ja, okay, hier können wir jetzt also kein. Okay, da habe ich den gerade falsch gesetzt. Weiß nicht, ob die Feldposition egal ist, aber. So, öffnen. Rein, probiert 6. Rein überspringen, keine. Inselumfahrung, keine Ahnung. Ich habe ja keine Inseln. Ja, ich versuch's einfach mal so. 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 Bahnmitte. Würde ich sagen, starten wir den auch mal. Ich hoffe, es funktioniert. Zwar nicht perfekt, aber okay. Müssen wir halt mal laufen lassen. Ich hoffe, er macht es. Wir werden es sehen. So, und dann gucken wir mal. Hier haben wir jetzt noch den Schäfer, also unseren Pferdewurf. Den könnten wir auch bewirtschaften. Aber wir wollten ja was gucken, ob ich die jetzt hier zurückgesetzt bekomme bei den Hühnern. Ja. Ich hätte auch schon irgendeine Strecke reingesetzt, aber hinten und vorne nicht. Achso, ich sollte vielleicht mal aus dem Fahrzeug aussteigen. So. Aber er zeigt sie uns nicht an. Es war ja klar. So, dann kann er auch nicht anzeigen, weil wir falsch sind. So, dann mal die Schubkarre. So, zurücksetzen. Ja. Okay. Die andere mir jetzt nicht. Aber ist egal. Wir haben eine Schubkarre zurückgesetzt. Das ist schon mal. Wo wirst du jetzt blockiert? Okay, wir müssen selber fliegen. Oder ich sag so, wir fahren jetzt hier mal ein Vorgewende. Muss aber gerade gucken, wie ich den Flug drehe. B. Ich versuche jetzt hier mal mit zwei Vorgewänden zu arbeiten. Ich hoffe, das funktioniert. Macht das richtig? Wenn nicht, schreibst du in die Kommentare, ob es richtig ist oder nicht. Weil ich wollte jetzt unbedingt mal hier auf der Hofbergmann was anfangen und machen. Das ist halt eine sehr, sehr schöne und geniale Map, muss ich sagen. Ich versuche es auch immer up to date zu halten. Versprechen kann ich jetzt nichts. Da muss ich jetzt eh drehen. Also ist so zwei, drei Bahnen jetzt mal hier zu fahren an der Seite, damit der hier mehr Platz zu wenden hat. Ich versuche auch meistens jetzt erstmal in der Sicht zu fahren. Ist für mich einfacher. Ich weiß, ihr wollt dann lieber von innen, aber also egal, dann lasse ich schon wieder was liegen. Ihr kennt es. Realistisch gesehen wäre das natürlich besser, ja. Aber ich würde es halt, wenn man die Chance drin hat, versuche ich es halt so, ne? Ist ja wohl klar. Muss man vielleicht schon mal einen Kurs generieren. So, einmal fahren wir noch. Nummer 3. Müsste theoretisch ja dann funktionieren. Wenn ihr natürlich mehr Ahnung von Curseplay habt oder so, schreibt es mir mal gerne rein oder macht auch gerne mal eine Verlinkung zu einem Kanal, wo es erklärt wird. Ich selber habe, wie gesagt, null Peil davon, wie es am besten funktioniert. Aber ich
Ich denke mal, das kriegen wir auch zusammen irgendwie hin. Jetzt hätte ich den ja an die Außenkante, muss jetzt. Hallo, an die Außenkante. Klar, ich könnte auch sagen, ich mache das Feld jetzt gerade alleine, aber ich will euch jetzt nicht hier zu sehr quälen. Ich würde sagen, ich mache mir einfach GPS an und lasse den dann laufen. Können wir theoretisch schon mal hier einrichten. Mathematische Breite. So. A-Punkt setzen. Machen wir das doch mal auf die Schnelle. So, fahren wir mal ein paar Meter. Weil das habe ich mittlerweile gerafft. So, Steuerung S. B-Punkt setzen. Ja, das hier war jetzt keine Ahnung welches Feld. Top 5. Wenn nicht, kann man es immer noch ändern. So, speichern, aktivieren und eine fahrende Runde. Die Linien habe ich jetzt gerade anscheinend noch ausgeschaltet. Ich aber glaube ich auch einschalten. Zeige Linien. Damals doch. Also das funktioniert. So könnte man natürlich auch 1A jetzt gerade das selber machen. Ja, also ohne dass wir irgendwelche Probleme haben. Ich wollte ja da hinten hin, weil die Hühner müssen versorgt werden. Und eine fahren wir noch. Eine geht noch. Da. Ach, ich drück immer. Immer selber lenken. Ich habe jetzt immer das GPS an. Und mit GPS ist schon was Feines, also das muss ich euch sagen. Das gefällt mir. So wird es halt leider nie bei uns auf den Konsolen geben. Aber auf der Konsole werde ich euch auf jeden Fall das Platinum Add-on zeigen. Das steht schon mal fest. Das richtig rum? Nee, okay. So muss er rum. Der Gute. Ja, die Breite ist nicht ganz so, wie sie sein soll, finde ich gerade. Da müssen wir diese Linie mal gerade ein bisschen verschieben, glaube ich. Ja, gefällt mir nicht. Wo war das? Jetzt darf ich wieder suchen gehen. Was mit GPS? Da. Halt, Bild hoch oder runter? So dürfte es hinhauen. So haut's hin. Diese Feinjustierung, sage ich jetzt mal. Also ich wollte das eigentlich den Crossplay machen lassen. Wie ihr seht, hatte der hier schon Probleme. Da funktioniert es einwandfrei, nur im Flug gibt es halt ein paar Problemchen. Deshalb mache ich das hier klarer später ganz schnell selber. Und erstmal aus. Ich stelle es erstmal hier zu den Hühnern. Weil die gehen vor. Hier kommt man nicht drum herum. Das heißt, obwohl ich kann hier rumlaufen. Aber ich sollte vielleicht mal vor das Gewicht hin, sehe ich gerade. So. Ich will versuchen, dass wir erstmal ein bisschen Geld mit den Hühnern machen können.
Ah, gehen wir hier rum. Und dann. So, da ist die. Die ist natürlich jetzt wieder leer, weil wir sie zurückgesetzt haben. Aber ich weiß nur eins, ich werde gleich sowas von vorsichtig laufen. Was denn, hol ich diesen blöden Mod raus? Da kann ich den vielleicht einstellen. Ja, hier, das muss ich noch rausholen oder kaufen. Ja, Supermensch, ja, das ist auch so ein komisch Ding. OCA, klar, haben wir auch. Okay. Also ich kann den nicht einstellen. Nee. Gut. Dass er vielleicht nicht so empfindlich ist und keine Ahnung. Das nervt schon ein bisschen, wenn das so empfindlich ist und alles umkippt. Aber ich finde es halt cooler auf dem Feld. Aber das, was jetzt hier alles beeinflusst, ist natürlich nicht so super. So. Haben wir dann schon. Wir sind gleich schon bei der halben Stunde, sehe ich gerade. Ich mache die jetzt heute ein bisschen länger. Und vielleicht geht es ja so einfacher. Rückwärts laufen, vielleicht kriegen wir sie dann eher hin. Na komm. Ich kipp mal da nicht so um. Wir müssen hier 2-3 mindestens reinmachen. Nein, 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 nein. Nein! Och Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Also ich hab den rausgeholt nachher. Ganz einfach. In der nächsten Aufnahmesession ist der Mod draußen. Also das ist echt nervig. Bin ich euch ehrlich. Also es nervt. Hier auf dem Feld alles schön und gut, aber nee. Das ist echt, also Realistik-Mod schön und gut, aber nein. Nein. Machen wir mal nicht mehr. So, also ich mache in der Zeit, das war hier das neue Feld. Also ist ja nicht neu, aber ich würde es auf jeden Fall jetzt auch machen. Ich muss das noch ein bisschen wieder justieren. So. Und dann würde ich sagen, also Gruppe ändern. So. Dann würde ich sagen, das war es auf jeden Fall heute noch ein bisschen chaotisch hier, wie ihr merkt. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und teilt es auch gerne mit euren Freunden. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich versuche das jetzt hier irgendwie noch gleich noch eine zweite zu machen, aber ich werde die Realistik mit hier rausholen, weil mir geht diese Umfallerei mit den Dingern sowas von auf die Nerven, das glaubt ihr nicht. Und da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben und solltet ihr noch kein Abonnent auf dem Kanal sein, gerne auch ein Abo da lassen. Bis dann sage ich Tschüssikowski, bis bald ins Game. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go.